Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Margina Trader. Und wenn Sie diesen Titel lesen, dann kann es eigentlich nur einen Referenten geben. Und das ist Carsten Berger. Schön, dass du da bist, Carsten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. So. Bevor ich jetzt an den Carsten übergebe, wie immer, einmal kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute Abend müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist immer, wie immer, ganz wichtig. Und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Super. Dann sind wir alle gespannt, was Carsten uns heute mitgebracht hat. Deswegen gebe ich sehr gerne den Bildschirm weiter, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die tolle Ankündigung, wie immer. Ich muss jetzt erstmal meinen Bildschirm aussuchen, wie immer. Gleiche Handgriffe, zack. So, dann grüße ich euch alle zum Webinar mit mir und meiner Perlentauchen-Methode. Ich glaube, wir haben eine spannende Woche, oder wenigstens die letzten 3 Tage waren ja doch etwas turbulenter. Und da würde mich gleich am Anfang, wenn ich dann die Einleitung hier hinter mir habe, mal interessieren, wie ihr mit den Märkten gerade so umgegangen seid. Aber jetzt erstmal zur Einleitung. Also, Nelson hat es ja schon gesagt, ich mache hier keine Anlageberatung. Den Risikohinweis wisst ihr, ihr müsst alles selbst entscheiden. Das ist nur eine Darstellung meiner Herangehensweise. Und ihr wisst, mein Engagement in Investments, Aktien oder CFDs und sonstige Instrumente kann zum Totalverlust führen. Wer mich noch nicht kennt, der kann hier einen kurzen Blick drauf werfen. Die Vorstellungen so ein bisschen genauer dazu, die mache ich ja immer beim ersten Webinar, also das heißt im Januar, was ihr natürlich bei FX Flat oder auf meiner Homepage auch gespeichert seht, also die Aufnahme davon, da könnt ihr euch das genauer anschauen und anhören, was ich letztendlich, wie ich dazu gekommen bin. Was ich immer mitbringe und was immer noch gilt, ist dieses Gratisangebot, wenn ihr noch kein Kunde bei FX Flat seid oder noch kein Argina Trader Produkt habt, könnt ihr so ein Produkt über mich erwerben oder ein Konto bei FX Flat eröffnen. Und dann müsst ihr auf meine Homepage gehen unter Trader Coach Leistungen, Services. Da seht ihr dann, wenn ihr auf das Logo klickt bei FX Flat oder auf das Argina Trader Produkt, dann werdet ihr weitergeleitet, um dort den Kauf oder die Kontoeröffnung abzuschließen. Und ihr bekommt dann jeweils eine Coachingstunde bei mir gratis. Entweder zum Besprechen von einer Trading-Strategie oder zum technischen Know-how für den Argina Trader. Das könnt ihr euch aussuchen. Was erwartet euch heute? Ganz, ganz kurz nur die Idee der Perlentauchen-Strategie, denn darauf gehe ich auch im ersten Webinar, bin ich darauf eingegangen im Januar. Und dann schaut euch doch bitte dieses Webinar an, entweder bei FX Flat auf dem Kanal oder bei mir. Und dann könnt ihr sehen, wie das genau vonstatten geht. Dann schauen wir natürlich auf die Märkte. Ein wichtiges Element meiner Strategie. Ich sage immer, das Geländer finden, woran man sich festhalten kann und was man dann tun muss. Nicht immer ganz einfach. Auch in den letzten 3 Tagen haben wir das bestimmt alle mitbekommen. Und am Ende zeige ich mal meine Aktienperle, die ich gerade heute im Screening, ich sage mal 10 Minuten vor Beginn dieses Webinars gefunden habe, in der ich selbst investiert bin auch, zeige ich dann mal, wie der Wert dann aussieht, worauf ich denn achte, wenn ich so eine Aktie kaufe. Und natürlich könnt ihr eure Aktien wieder schicken und dann werfe ich dort auch mal einen Blick drauf, was ihr gemacht habt. Wie suche ich mir letztendlich so eine Perle aus? Das ist das Grundschema. Darauf nur mal ganz kurz eingegangen, damit man das weiß. Ich schaue mir immer den Index an. Den benötige ich einfach, um mein Depotrisiko zu bestimmen, meine Investments. Wie hoch sind meine Positionsgrößen? Werden die reduziert? Werden Stops rangezogen? Tätige ich neue Investments überhaupt oder lasse ich einfach mal die Finger vom Markt und stehe an der Seitenlinie? Das hat natürlich auch viel mit Timing zu tun. Das heißt, ist der Markt eher gerade teuer, dann halte ich mich lieber zurück. Ich warte dann, bis etwas zurückkommt.
um dann ein besseres Timing zu bekommen. Und natürlich wähle ich einen Index aus, indem ich, sage ich mir, denn Aktien heraussuchen möchte. Also ich handle nicht den Index selbst, außer mal, wenn der Markt fällt, dann handle ich gerne mal einen ETF, der zweifach gehebelt ist. Aber ansonsten suche ich mir immer den Index raus, sage mir, aha, das ist jetzt mein Bereich, wo ich halt tätig werden will, meinetwegen long gehen will, gehe dann über die Branche, das ist der nächste, und suche mir dann eine Aktie raus, die ich dann handle. Ja, das ist genau das Gleiche. Bei einer Branche schaue ich auch drauf, welche ist dann die Branche, die zurzeit läuft. Werden wir auch kurz einen Blick drauf werfen. Und was macht das Timing? Und wenn ich das bestimmt habe, dann weiß ich natürlich auch, okay, diese Branche interessiert mich. Und dann suche ich mir eine Aktie raus, die auch wieder in dieser Branche enthalten ist. Und dann, wenn es die Aktie ist, die auch vom Timing her stimmt und vom Einstieg her stimmt, dann packe ich mir die entweder auf die Watchliste oder direkt in die Handelsliste. Und dann ja, versuche ich den Trade halt aufzunehmen, wenn es klappt. Klappt ja nicht immer. Die, die schon Perlentaucher sind, ich sehe, sind einige dabei heute, die kennen das, mein Angebot, was ich letztendlich mache mit dem Coaching. Ihr kriegt dieses Arbeitstool, was ihr hier seht, was jetzt gerade in der frisch neuen Version 1.3 bei mir läuft, das noch in einer kleinen Beta-Phase ist. Bei mir in der Gruppe stelle ich das den Leuten natürlich kostenfrei zur Verfügung, die natürlich mein Coaching vorher durchlaufen haben. Und von daher seht ihr heute auch ganz neu, was da passiert ist. Was ich dazu mache, ist natürlich immer, dass ich ein Coaching anbiete. Das heißt, ich installiere euch dieses Arjuna Trader Add-on, prüfe das auf Funktionalitäten und dann gibt es noch 5 Coaching-Stunden 1:1 via Zoom dazu. Ein Hinweis, ab 1.4. wird das Tool hier teurer und das Coaching bei mir, das kostet dann 1290 Euro. Und jetzt sind es noch für 990 zu haben. Wer sich jetzt anmeldet, der muss nicht denken, dass er erst, sag ich mal, in 12 Wochen oder 13 Wochen rankommt. Er kann jetzt noch, sag ich mal, für den April sich noch um 1 oder 2 Plätze frei. Er kann sich aber auch jetzt bei mir melden und sagen, er möchte das im Oktober machen. Das ist kein Problem, dann kriegt er auch noch den alten Preis. Ich bin da fair. Wer da sich dafür entscheidet, der kann das jetzt machen. Schreibt mich dann einfach an über meine E-Mail, die ich gleich einblende und dann ist das bei mir vermerkt und dann bekommt ihr natürlich auch den alten Preis. Was natürlich auch mit bei ist und was sehr gut angenommen wird, das ist diese Mitgliedschaft in der Perlentauchergruppe. Da sind alle drin, die gecoacht worden sind und da kann man mir über die, ja, über meine Schulter schauen und sehen, wie ich diese Trades herleite, die ich mache, wie ich sie verwalte. Demnächst wird ein Live-Trading-Diary eingeführt und von daher ist das dann recht transparent. Okay, wer daran Interesse hat oder überhaupt Fragen dazu hat, der kann eine E-Mail an mich schreiben, dann bekommt ihr ein kostenloses Vorgespräch mit mir, das machen wir auch via Zoom, ihr bekommt den Link zugeschickt und dann kann ich gerne auch auf euren Rechner schauen, wenn ihr schon den Arjuna Trader habt oder ich lade euch auf meinen Rechner ein und ihr könnt euch das anschauen und alle Fragen kann ich dann mit euch ganz einfach besprechen. Da müsst ihr euch hinwenden, die E-Mail an cb@tradercoach.de oder halt auf die Homepage gehen, da gibt es auch einen Kontaktbutton, könnt ihr auch gerne raufschauen. Wer auf meiner Homepage dieses erste Video sehen will, das kann ich mal kurz zeigen, wo ihr das findet. Das ist die Homepage, die geht auf Leistungen, Webinar und Videos und dann seht ihr hier Perlentaucher-Videos, klickt ihr da drauf, da habt ihr die ganzen Termine und da fehlt jetzt ein Bild drin, warum ist es nicht drin, weil es nicht geladen wurde, okay. Das ist der quasi Teil 2 und Teil 1 war am 27. Januar meine Strategie erklärt. Könnt ihr euch die ersten beiden Videos, die Aufnahmen angucken. Dann habt ihr eine Ahnung davon, wie die Strategie etwas tiefer erklärt ist und wo die Problematik bei den meisten Strategien halt liegt. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Handelsplattform und der Live-Analyse im Chart. Jetzt muss ich mir wieder den Arjuna Trader vorzaubern. Der kommt dann auch von links angeflogen.
Hervorragend. Da ist er. So sieht das Ding aus. Wer jetzt denkt, ja, das ist ein bisschen erschlagend, das würde ich auch denken. Wenn ich den Screener sehe, ist aber nicht immer alles wird benötigt für eine Trade-Entscheidung, das muss man immer sagen, sondern es werden nur spezielle Felder benutzt. Die anderen sind hinweisgebend und wenn ich zum Beispiel long gehen will, dann sitze ich hier eigentlich nur auf diesen, der linken Seite unterwegs. Wenn ich short gehen möchte, dann bin ich hier mit der gehörigen Kennzeichnung auf der rechten Seite unterwegs. Dann haben wir hier Wochen-Screening-Ergebnisse, Tages-Screening-Ergebnisse und hier vorne eine Art Ranking drin. Einmal auf Woche und einmal auf Tag. Und so finden wir halt dann, sage ich mal, die Märkte. Und jetzt würde ich mal fragen in die Runde, wie habt ihr denn, wenn ich mal den Chart hier mal einschalte, der ja besonders interessant war, ich nehme mal Nasdaq, wenn ich sie jetzt finde, wo hat sie sich versteckt, da unten. Wie habt ihr euch verhalten mit euren Positionen, die Rutsche, die ihr mitgemacht wurde oder nicht ausgestiegen seid oder nicht, will man messen, wie viel das jetzt hier ist. Was hat die Nasdaq im Maximalen abgegeben? 8,2% vom Top. Wie habt ihr euch verhalten? Schreibt einfach mal rein bei Fragen oder in den Chat. Das würde mich dann schon interessieren. Können wir dann am Ende auch gerne nochmal diskutieren. So. Wir werfen ja einen Blick auf die Indizes mit dem Hintergrund, dass ich halt einen Schwerpunkt für mich finden möchte, ob ich halt eher long bin, ob ich generell eher short bin. Das muss man aus den Gesamtmärkten herleiten. Ihr seht hier links die Märkte, die für mich interessant sind. Da schaue ich halt immer drauf, denke ich, Marktklima bei uns. Öl, dann den Russell, Silber, den Welt-ETF habe ich hier drin als Benchmark. Euro-Stocks, ja, ist mit drin, interessiert mich gar nicht so. S&P 500, Dow Jones, MDAX, TecDAX, CDAX, wo alle deutschen Aktien drin sind. DAX Future, also quasi das, der Future, der halt auch ein bisschen länger gehandelt wird und dadurch auch, sag ich mal, viele Bewegungen abbildet, die halt nicht in der normalen Sitzung sind, in der Kassasitzung, im Präsenzhandel, sondern halt dann auf dem automatischen Handel in der Nacht unterwegs. Deswegen sieht man manchmal Ausschläge, die man dann gar nicht in der Kasse am Realmarkt dann wieder nachvollziehen kann. Dann den normalen DAX und SDAX, Nasdaq, Euro, US-Dollar und ganz am Ende Gold. Ja, das habe ich auch schon sortiert. Dieses Ranking ist für mich immer wichtig, um zu sehen, okay, alles, was oben steht, damit möchte ich mich beschäftigen. Und bei mir geht halt, sage ich mal, die grüne Lampe an, also nicht bei mir, sondern im Screener. Wenn hier zum Beispiel die Outperformance vorliegt. Das heißt, wenn der Markt besser ist als die Benchmark, in dem Fall hier der Welt-ETF, das ist der Welt-ETF, das ist meine Benchmark. Die Logik, die dahinter steht, ist natürlich klar, glaube ich. Wenn ich nur durchschnittlich sein möchte, dann kann ich auch den Welt-ETF kaufen und dann habe ich ungefähr die Performance und muss eigentlich gar nicht viel machen. Ja, Timing muss ich natürlich schon beachten, aber letztendlich muss ich dann mich nicht damit auseinandersetzen, ob ich jetzt eine Aktie suche, wenn ich nicht besser bin als die Benchmark. Und das ist ja der Anspruch, den wir haben. Und deshalb würde ich jetzt nicht den Welt-ETF kaufen, außer ich habe halt weniger Zeit oder so, um das zu analysieren. Jetzt im Moment ist Silber ganz gut angelaufen. Der Russell 2000, der begleitet uns auch in der Gruppe schon und in der Analyse schon eine ganze Weile. Ich glaube, Mitte November oder so, ich glaube, hat das Ding angefangen, richtig Gas zu geben. Und dann sind wir relativ schnell umgeschwungen von der Nasdaq weg zu dem Russell. Dort sind eher Nebenwerte drin. Und das zeichnet sich halt wirklich aus, dort einen Blick drauf zu werfen und nur die Werte zu handeln und einen Blick auf die Aktien in dem Index zu werfen, der halt relativ weit oben steht in diesem Ranking. Öl spielt natürlich auch eine Rolle, performt auch sehr gut, ja, wurde eigentlich schon totgesagt und hat auf einmal wieder, sag ich mal, zu atmen begonnen und hat dann eine tolle Performance hingelegt. Und von daher fangen wir einfach mal mit Öl an, ja, weil es ganz oben steht. So, da schaue ich drauf und dann sieht man, okay, das hat ganz schön losgelegt in der letzten Zeit. Machen wir den Chart hier ein bisschen sauber.
So, hier oben ist der Tagesschart und das ist der Wochenchart. Der ist eigentlich nur zum grob Überblick mal, wo die Hochs und so weiter liegen. Was ist beim Öl zu sagen? Ein performanter Markt, sehr gut gelaufen, hat in den letzten 2 Tagen wieder angezogen. Da ist alles in Ordnung. Wer relativ früh eingestiegen ist in den Ölmarkt, der hat aus der Korrektur heraus in diesen Bereichen gute Möglichkeiten gehabt. Das war hier aus der Seitwärtsbewegung heraus. Da würde ich auf jeden Fall in so einer Seitwärtsbewegung nach Aktien screenen, die den Geschäftsbereich Öl haben, also aus dem Sektor kommen. Immer in dem Bereich, wo der Markt leicht korrigiert, ist halt ein Screening angesagt, da schaue ich halt drauf. Wenn der Markt jetzt 3 Tage läuft, dann höre ich auf, nach Aktien darin zu suchen, weil das ist einfach Zeitverschwendung für mich, sondern dieser Markt muss zurückkommen. Dann wird es interessant und natürlich noch besser, wenn der Markt unten noch eine Stärke zeigt, also eine Umkehr. Das macht er nicht immer, wie man sieht, sondern er geht halt extrem runter und am nächsten Tag macht er halt mit einem kleinen Gap auf und läuft einfach weiter. Das, wenn man es hier verpasst, passiert mir auch, ja, dann ist es halt so. Warte halt auf die nächste Korrektur. Also Öl ist gut gelaufen, logischerweise wird wahrscheinlich auch noch eine Weile anhalten, aber ich warte jetzt, den Markt habe ich natürlich im Blick, auf eine Korrektur. Das bedeutet für mich, okay, dieses Level muss unterschritten werden, lege ich mir meinen Preisalarm da rein und dann werde ich benachrichtigt, wenn der Kurs unterschritten wird und dann weiß ich immer noch, werfe meinen Blick auf Öl. Wird eine Weile noch da oben stehen, weil es einfach noch ein Outperformer ist. Von daher kann man sich dann noch eine Weile mit dran beschäftigen. Russell 2000, der Markt, der wahnsinnig gestiegen ist, finde ich jedenfalls der, wo wir das Ding gesehen haben, ist 30. Oktober. Da wurde es bei uns in der Gruppe analysiert und seitdem ist er 46% gelaufen. Das ist eine Menge Holz, wenn man das mit der Nasdaq vergleicht. 2. November, ich mache mal jetzt die Nasdaq. 2. November, da sind wir schon. Jetzt muss ich bloß noch den Ruler hier nehmen, den Messer. 2. November. So, wenn wir bis dahin gehen, da liegen wir bei 22%. Kann man also ganz klar sehen, okay, wenn der Russell so krass nach oben läuft, 46%, dann kann ich natürlich mit den entsprechenden Aktien, die da drin sind, noch eine höhere Performance erzielen. Das ist ja der Sinn dieses Systems. Und von daher war es gut, sich von Anfang an auf diesen kleineren, sage ich mal, nicht so oft erwähnten Index zu stürzen. Ja, genauso wie im Dow oder so weiter. Man sieht ja auch hier die letzte Monatsperformance beim Russell. Er liegt bei 8%, während der Nasdaq hier mit -2 den letzten 21 Handelstage unterwegs war. Der Wochenperformance ist der Nasdaq -4, beim Russell 1% plus. So, schauen wir uns den Russell mal an. Heute, was würde ich heute tun, wenn ich jetzt noch gar nicht drin wäre, also an der Seite stehe? Dann würde ich mir natürlich immer Aktien aus dem Russell suchen. Was möchte ich da machen? Nö, möchte den nicht entfernen. Ich wollte eigentlich hier diese Performance-Ding raus haben. So, mach das mal größer. Den Tageschart und den Screener hier mal weg. So, das sieht schon ganz gut aus vom Chart. Also, wenn ich mir den Russell anschaue, das ist von gestern, weil es ist der ETF, gestern der Tagesverlauf und während bei der Nasdaq letztendlich die letzten Tage ungefähr so aussahen, ja, mit dann hier so einem mega Umkehrstab, das war jetzt Nasdaq. Hat der im Endeffekt mal kurz durchgeatmet und hat hier also eigentlich nur noch einen Schnupfen gehabt und gar nichts gemacht, ist seitwärts gegangen. Das ist ein super Zeichen. Ja. Also bestätigt im Endeffekt immer wieder, wenn man in starken Dingen unterwegs ist, dann hat man eine gute Chance, dass es auch weiter stark bleibt. So ähnlich wie die Markttechnik. Ne. Wenn ein Trend läuft, dann läuft er. Mich interessiert ein Trend nicht so wirklich. Das ergibt sich dann meistens daraus. Ich gucke immer nach Initialzündungen, nach dynamischen Bewegungen. Ob da nun ein Trend vorher vorhanden ist oder nicht, interessiert mich nicht, weil aus dynamischen Bewegungen entstehen dann wieder Trends. Ja. So. Und von daher ist es im Russell zu sein auf jeden Fall gut und dies als ein Screening-Instrument zu nehmen, also Aktien aus diesem Bereich zu nehmen, immer noch ratsam. Also das würde ich auf jeden Fall tun. Wenn man das dann tut, das kann man jetzt hier nicht, weil da sind ja ungefähr 2000 Aktien drin. Das dauert jetzt eine Weile und dann würde wahrscheinlich auch der Sound, sag ich mal, abreißen und das Bild ein bisschen anfangen zu flackern. Aber das wäre auf jeden Fall ein Index, den ich beachten würde an eurer Stelle. Silber.
Silber steht auch oben, besser als die Benchmark. Ja, wir haben hier ein 1,6, wir haben 1,4, danach geht es Richtung 1. Zeigt auch schon mal an, dass die Märkte wirklich jetzt an so einer Art Scheideweg sind, ne? Russell, okay. Silber, ja, war ja auch hier so ähnlich wie mit GameStop, ja, mit einem Robin Hood im Fokus. Wer dann Silber beeinflussen will, der muss aber ganz schön Gas geben, wenn man da schon, glaube ich, etwas größere Gegenspieler hat. Begeistert mich vom Chart nicht so sehr, ne? Also allein dieses Mega-Gap hier, ja, das war ja genau die Phase, wo wir gesagt haben, jetzt wird Silber auch noch manipuliert. Bei mir sind die sichtbaren Gaps entscheidend, also jedes Tief, da das Hoch, dieses Gap, das lastet jetzt schon so ein bisschen auf uns. Wir haben kurz drüber geguckt, dann sind wir aber auch schon wieder drin eröffnet. Gestern, was heute? Ja, gestern, das finde ich jetzt nicht so reizvoll. Das heißt, wir müssen das hier erstmal überwinden, dieses Gap. Man sagt ja immer, das Gap wird geschlossen, hat er gemacht. Das ist gar nicht so wichtig, sondern entscheidend ist immer das Volumen. Ja, und wo halt Widerstandszonen sich bilden und Unterstützungszonen. Und zum einen haben wir natürlich hier an dem Tag, das sieht man ja hier, das Volumen extrem angestiegen. Ja. So, und da ist dann halt das Tief entscheidend von dieser Kerze und das ist natürlich auch das Gap. Und am nächsten Tag, wo das Gap nach unten war, auch noch höheres Volumen. Das heißt, wir haben wirklich diese Range hier drin. Ja, das die Gap Range und das Hoch und Tief dieses Gaps letztendlich durch einen Volumenanstieg eingegrenzt. Und das bedeutet im Endeffekt, dass ich nicht weiß, ob hier nicht oben noch genug Leute sind, die sagen, nö, ich will das eigentlich zu diesem Preis meine Aktien aus dem Silberbereich geben. Oder ich möchte halt, sage ich mal, keine Aktien mehr kaufen, die jetzt, sage ich mal, auf diesem Preisniveau liegen. Das weiß ich nicht. Das ist eine Annahme. Wir hatten hier ein Kaufsignal in dem Bereich. Ist jetzt chartlos, weil der sowieso zu hoch ist, der Preis in dem Fall, und zu stark angestiegen, also zu volatil. Ne? Schaut euch die Kerze an, das ist eine extreme Vola, kam dann wieder zurück. Ich handle dann lieber gerne etwas, wenn es ja positiv ist aus dem unteren Bereich, aber dieses Gap muss erstmal überwunden werden, soll bedeuten, ich möchte gerne diesen Ausbruch sehen, er kann sich hier oben gerne nochmal stoßen, dann kommt er vielleicht zurück und dann schauen wir, wie er hier reagiert. Und dann habe ich das hohe Volumen unter mir. Hier ist das hohe Volumen hergeleitet aus diesem Volumenbar, habe ich unter mir. Und dann sehe ich mal, was die Leute machen. Also Silber im Moment muss ich gar nichts machen. Welt-ETF ist ja auch nicht so spannend. Und ihr seht, und das habe ich, wer es verfolgt hat in der letzten Zeit, habe ich ja für den deutschen Markt sehr viel immer den SDAX. Also so ähnlich wie in Amerika der Russell 2000 für die Nebenwerte interessant war, ist das so ein bisschen der SDAX für die deutschen Werte. Ja, wenn ich da mal raufschaue, den deutschen Wert, den SDAX, das war einfach mal als Pendantstück, dann sehen wir, der macht schon so ein bisschen die Zappelei der Nasdaq mit. Ne? Obwohl es gar nicht der Tech-DAX ist, aber sieht wirklich fast genauso aus. Und war die ganze Zeit Outperformer, ist es auch noch in der Woche, aber am Tag hat er irgendwie nicht mehr so die Lust, besser zu performen. Deswegen sieht man auch, die ganze Position der deutschen Märkte ist unter der Benchmark von der Welt. Ja. DAX, CDAX, MDAX, TecDAX, alle da drunter. Und deshalb habe ich vor, ich glaube jetzt 3 Tagen oder 4 Tagen gesagt, bei mir auch in der Gruppe, nö, deutsche Aktien will ich jetzt nicht mehr haben. Hat sich schon ein bisschen angekündigt. Mit den entsprechenden, sage ich mal, Umkehrformationen hier oben, dann war es nicht mehr schick. Und dann haben wir auch ein extrem hohes Volumen gehabt hier oben, immer am Top. Deswegen hat sich das so ein bisschen angekündigt. Ich habe gesagt, nee, deutsche Aktien gehören jetzt bei mir nicht mehr in die Longliste. Screene ich auch nicht nach. Meine Stops werden nachgezogen. Ich habe Teilpositionen verkauft, sind dann raus und nehme jetzt auch keine deutschen Aktien erstmal mehr auf, bis das unten sich da ein bisschen verfestigt. Ja, man sieht auch die Zunahme der Volatilität, also die Schwankungsbreite innerhalb der Kerzenspanne, das ist schon extrem. Die, die hier unten kaufen, bei hohen Volumina, und das haben wir ja auch unten, das sind bestimmt nicht wir, die jetzt irgendwo bei einer Aktie zugreifen, die extrem abschmiert in dem Moment.
Da spreche ich hier von einer HelloFresh, 6, 7, 8%. Ja, das ist schon eine ganze Menge Holz. Das sieht im Chartbild jetzt schon ein bisschen anders aus. Und von daher ist das hier in so einer Phase, in der sich auch die amerikanischen Märkte befinden, die ich für recht kritisch halte. Warum? Weil es eine Volatilitätsausdehnung in die entgegengesetzte Richtung gab. Da spreche ich von dieser Dynamik hier nach unten. Normalerweise suche ich sowas immer, wenn es nach oben geht, ja, um das dann halt Korrektur, dann wieder in dieselbe Richtung zu handeln. Jetzt habe ich aber eine Dynamik, die von oben nach unten geht. Klar kann es ein Reverse geben bis nach oben, aber die Gefahr, dass das relativ schnell versackt, die ist relativ hoch. Bestimmt werden einige Leute noch sagen, okay, ich war jetzt hier bei dem ganzen Move nicht dabei und ich will das jetzt hier alles nachholen. Ich warne immer davor. Die Volumina oben an den Hochs und an den Tiefs sind jetzt größer geworden. Also ein hohes Volumen am Tief, deute ich mal so, ist gut. Aber man muss dann halt auch sehen, wie der Markt die nächsten Tage reagiert. Geht der unter diesen SMA 50 und schließt dann darunter? Dann ist das die Initialbewegung, wo ich einfach sagen würde, das ist jetzt vorbei. Meistens läuft der Markt dann noch mal etwas nach oben, kommt der 20er hier so ein bisschen angeeiert, so, der läuft dann so runter und dann passiert es so oft so, dass hier dann wieder eine Umkehr stattfindet. Also ich bin ja sehr vorsichtig, das Chartbild ist sehr eingetrübt und schauen wir mal, ob das jetzt hier wirklich eine Seitwärtsbewegung wird. Ich warte ab, bis die Kerzen sich wieder etwas normalisieren. Ja. Und dann kann man auch wieder einsteigen. Deutsche Märkte sind im Moment nicht für mich kaufenswert. Wer eine oder andere Aktie hat, die stark ist, weil er meint, das Geschäftsmodell ist super, ja, kann er gerne machen. Aber dann bitte das Risiko beachten, ne? Und die Positionsgröße da ein bisschen runterfahren. Okay, deutsche Märkte also ferner liefen. Schauen wir mal auf den S&P 500. Das ist ja aktuell, das ist der Future, der läuft, der performt heute gut, der holt auf. Ist ein etwas ruhiger, logischerweise das Nasdaq, sieht man aber auch, man hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage Korrektur gehabt. Immer extreme Lunten unten. Ja, hier mal ein längerer Docht, aber letztendlich waren die Lunten größer, also immer am Tief wollten die Leute kaufen oder haben auch gekauft und waren dann auch in der Lage, noch höhere Preisniveaus zu akzeptieren, sodass da oben noch Handel stattgefunden hat, wo sie gesagt haben, ja, ich kaufe gerne noch eine Aktie aus dem S&P 500 zum etwas teureren Preis, weil ich der Meinung bin, es geht sowieso weiter. Das ist immer toll, solange man weiß, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht, irgendwann ist es zu Ende. Das Volumen spricht im Moment dafür, dass wir hier auf jeden Fall einen Boden finden. Aber das ist natürlich eine Riesenkerze, ja, so wie hier. Da sieht man auch immer, dass man an einem Tag sich kaum absichern kann, weil das natürlich auch in der Nachtsitzung teilweise extrem dann zur Sache geht und der Markt einfach abverkauft wird und man nicht in der Lage ist, relativ schnell zu reagieren. Ja, man wird dann halt bei Aktien ausgestoppt. Ist aber auch nicht so dramatisch, weil ich muss mein Risiko managen. Trendmäßig sagt der Markttechniker, ist im Endeffekt alles noch irgendwie in Ordnung. Die Dynamik, man sieht es auch hier, ist ein Unterschied als am deutschen Markt. Die Dynamik hat eigentlich hier nach oben nochmal stattgefunden, sodass das hier auch eine leichte Dynamik ist, aber nicht so den Ausmaß hat wie diesen Anstieg. Ja. Von daher tendiert das Ding wahrscheinlich eher nach oben und dann präferiere ich aber, wie gesagt, den Russell, weil er sieht im Chart ja wesentlich besser aus. Ne? Beim Russell 2000 war das Verhalten oben am Top eher so. Der hatte sich ein bisschen ausgehustet, lief seitwärts, während der S&P doch über den Preis korrigiert hat. Der Russell 2000 hat das hier über die Zeit gemacht, also seitwärts gegangen. Ist wesentlich sympathischer für mich, weil ich dort mein Risiko ein bisschen besser abschätzen kann. Wichtige Marken sind einfach natürlich das Tief dieses Bars von gestern. Na, da bei 3.806 bis dahin können wir jetzt relativ immer hin und her schwanken und dann wird es wirklich spannend. Na, wenn wir hier diese Zone dann verlassen, weil der 50er kommt ja ran mit den Tagen, dann haben wir hier so einen kumulativen Punkt.
Es wird spannend und dann müssen wir abwarten, ob das Ding nicht seitwärts geht. Also ich präferiere den Russell 2000 und Nebenwerte daraus. Oder, und das wäre jetzt auch sinnvoll, mal raufzuschauen, gleich im nächsten Schritt auf die einzelnen Sektoren, die interessant sind. So, dann habe ich hier MDAX. War nicht so spannend, sieht auch so ähnlich aus, auch wegverkauft. Der Dow macht sich auch gut, ne? Kleine Schwankungen erst, dann größere, aber geht auch seitwärts. Auch nicht so verkehrt. Also die großen Dampfer in der amerikanischen Wirtschaft. Und da drin sieht besser aus, der Dow, als die S&P 500. Ist aber im Gegensatz zum S&P 500 ein gewichteter Durchschnitt. Von daher sind die großen Unternehmen dort im Vorteil. Man kauft dann halt, sage ich mal, wenn man den Index kauft, immer nur bestimmte Aktien, die halt höher gewichtet sind im Index und den beeinflussen den natürlich mehr. Deshalb ist für mich der Russell da eher der Zielpunkt. Außerdem handle ich sowieso lieber Aktien, die nicht so von den großen Investoren gehandelt werden. Also eher Nebenwerten. Okay, Nasdaq schauen wir nochmal drauf. Ein Blickchen. Ja, das ist Dynamik, ne? Also Dynamik hoch und Dynamik runter. Fast in derselben Tagesanzahl. Von daher auch ein wichtiger Punkt. Für mich jetzt nicht interessant, jetzt hier Werte zu suchen. Der Punkt, der hier wichtig ist, ist natürlich der 50er Durchschnitt, der jetzt hier wirklich genau am Schlusskurs liegt von gestern und heute die Eröffnung war bei so 13.140. Und dann das Tief, was schon weit unter dem Bollinger Band war, bei sehr hohen Volumina. Natürlich hat auch die obere Kerze das Volumen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier in so einer Range drin, wo alles passieren kann. Sollte der Kurs hier unter dem Bollinger Band schließen, das ist eine Initialzündung, eventuell, dass genau das passiert. Das heißt, wir gehen nochmal runter, schließen, gehen wieder hoch. Der 20er kommt runter, wir haben hier ein hohes Volumen, wir haben hier einen kumulativen Punkt dann. Und dann wird der Markt eventuell drehen. Kann natürlich auch nach oben gehen. Aber unter diesen Bedingungen ist der Markt für mich jetzt, sage ich mal, nicht so das präferierte Objekt, sagen wir mal so. So, also Amerika schlägt Deutschland da ganz klar. Wenn ich jetzt mir einen einzelnen Wert aussuchen müsste, dann schaue ich natürlich immer noch mal auf die US-Sektoren. Das finde ich auch sehr interessant, mal ein bisschen Platz. Und das ist auch schön, ich habe natürlich auch hier eine Benchmark drin, da leuchtet es noch ein bisschen rot, Russell 2000. Ja, habe ich hier drin. So, der Index. Rein von der Dynamik her, ich den jetzt mal die sortiere, die Branchen, da liegt der Russell auf Platz 9. Und dann sehe ich die Branchen, die hier sehr gut performen. Ja. In den Kennzahlen, hier hinten sehe ich die Monatsperformance, Öl und Gas war da on top. Wir haben uns ja den Chart angeschaut vom USO, von den ETF, nicht den griechischen Schnaps, und haben letztendlich festgestellt, dass ja schon die zwei Tage gelaufen sind. Ne? Märkte, Öl, da, ups, schon zwei Tage gelaufen, schon sehr dynamisch. Da habe ich ja keine Lust mehr, irgendwie mir jetzt einen Ölwert rauszuholen, werde ich auch kaum finden. Also Öl brauche ich nicht screenen. Ich weiß, Öl ist toll, aber erst wenn es zurückkommt. Dann schaue ich mir die entsprechenden Aktien an. So, US-Sektoren. Regionalbanken sind auch gut gelaufen. Energiesektor ist gut gelaufen. Und wir schauen mal auf Nasdaq im Bereich der Branchen. Da sieht man, dass Nasdaq auch hier unten rumdümpelt. Und die Branchen, die bei Beginn von Corona gut gelaufen sind, die hängen jetzt auch alle hier unten rum. Also gesamter Gesundheitsbereich und Biotechnologie, die kümmern hier so ein bisschen ab, wie man sieht. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich 4% minus einfahre oder 14% im Öl oder bei Regionalbanken 15 oder sogar bei den Brokern halt nochmal ein bisschen abstaube. Also der Blick lohnt auf jeden Fall. Wenn ich mir den... Wo ist er denn hin? Ich suche gerade den. Habe ich ihn nicht gefunden. Ich sehe ihn nicht, den Index, aber wir schauen einfach mal drauf. Also,
Regionalbanken sind gut gelaufen und wir sehen hier, das ist im Tool mit enthalten, dass wir hier eine Umkehrsituation haben und fast in allen Branchen. Das ist relativ nett anzuschauen, aber man kann daraus auch einen Rückschluss ziehen. Ich sehe bei den ganzen Outperformern, die ich habe, also wenn hier die grüne Lampe ist, dann performen diese ETFs besser als der S&P 500. Ja, also ETFs auf die entsprechenden Sektoren. So. Und genau diese Sektoren, die besser performen als der S&P 500, die bilden einen Umkehrstab aus. Während die anderen, die halt schlechter performen als der S&P 500, deswegen ist hier die rote Lampe an bei einigen, das nicht tun. Also da ist keine Umkehr. Wenn wir mal Biotechnologie anschauen, dann werden die sicherlich auch eine Umkehr haben, aber kein Umkehrstab. Das ist die Performance heute an sich. Das zähle ich nicht zu dem Umkehrstab an sich bei mir. Aber die anderen Werte, zum Beispiel wie Energy, die haben einen Umkehrstab ausgebildet, aber nicht an der richtigen Position logischerweise, weil wir wollen ja eine Korrektur kaufen. Und das haben die Halbleiter getan. Wenn ich mir die Halbleiter mal anschaue, hier links, die haben Signal ausgebrochen, also ausgeworfen. Hier haben dort leicht aus der Korrektur heraus letztendlich ein Signal generiert. Und das ist halt interessant, weil in der Korrektur wird das halt angezeigt. Das heißt, gestern Abend war halt Feierabend und dann kann man hier nach den entsprechenden Aktien suchen. Wie mache ich das? Ich suche mir die entsprechenden Aktien raus und zwar im Screener US. Dort habe ich dann die Aktien eingeladen. Ich habe die bei mir in den entsprechenden Listen abgeladen. Und zwar unter Sektoren. Da habe ich die alle drin, die einzelnen Werte. Macht ein bisschen Arbeit, das alles einzufügen und das zusammenzutrommeln. Und habe mich heute mal, ja, mehrere Signale. Habe das auch schon sortiert und habe mehrere Signale und habe mich hier für die Aktie Skyworks entschieden. Aus mehreren Gründen. A, hat sie ihren Handelssignal mir angezeigt. Sie ist in der, im Ranking höher von den Signalen. Intel und so haben mich jetzt nicht so begeistert. Habe ich mir schon angeschaut. Deswegen ist Skyworks die Aktie meiner Wahl. Performed out in der Woche. Ist besser als der, ist die Benchmark der S&P 500. Und von daher bei mir auf dem Schirm. Wenn ich mir den Tageschart anschaue, dann habe ich hier ein Gap, das waren bestimmt Geschäftszahlen, ein Aufwärtsgap. Das interessiert mich gerade nicht so sehr, weil der Kurs ja doch relativ weit weg ist. Die Kerzen, die orange markiert sind, zeigen das erhöhte Volumen an. Mach das mal raus und dann sehe ich hier, war natürlich ein Riesengap nach den Geschäftszahlen. Dann wurde einfach nur Verkauf, 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 verkauft. Wohl dem, der das alles durchgehalten hat und jetzt da oben steht wieder. Bedeutet jetzt die Situation, wir haben eine dynamische Bewegung nach oben, die hat auch angehalten und haben dann eine Korrektur. Und der normale Weg dahin ist dann letztendlich eine Kauforder über dem Hoch einzuleiten und wo ich dann rausgehen würde bei der Aktie, wäre dann der Bereich, wo nochmal hohes Volumen aufgekommen ist. Das ist bei dieser Kerze, bei dieser Umkehrkerze, da haben wir ein erhöhtes Volumen unten. Und natürlich auch oben. Das heißt, verlässt ihr nach unten diese Range, dann würde ich halt den Trade wieder zumachen. Liegt natürlich jetzt günstigerweise an einem Tief von einer Kerze. Meine Stop-Versetzung ist aber in der Regel nicht so. Von daher, sage ich mal, ich ziehe meine Kerzen, meine Stops nicht an den besagten Tiefs oder so hinterher, weil oft diese Tiefspunkte natürlich angetriggert werden. So, also die Aktie sehe ich halt ganz positiv, auch aus einem weiteren Grund, wenn das hohe Volumen hier oben überwunden wird, von dieser Kerze, an dem Tag, der hatte eine Riesenspanne, dann scheint dieses Preisniveau darüber akzeptiert zu sein und man kann davon ausgehen, dass er sich dann entweder hier wieder in der Range einpendelt oder halt seinen Weg fortsetzt. Finde ich jetzt nicht so schlecht, die Aktie. Ist auf jeden Fall bei mir auf dem Schirm. Okay,
Dann haben wir jetzt noch 20 Minuten und ihr wisst ja, dass es jetzt soweit ist, dass ihr eure Aktien natürlich jetzt mal hier mir nennen könnt und zwar bei Fragen reinschreiben, dann kann ich das mal verfolgen und mir eure Aktien mal anschauen. Also keine Scheu. Bin mal gespannt. Und ihr könnt natürlich auch gerne reinschreiben, ob ihr ausgestiegen seid, ob ihr eure Positionen gedreht habt. Seid ihr ausgestoppt worden bei Trades? Wie habt ihr diese Korrektur erlebt? Das interessiert mich schon. Wie gesagt, bei mir war es so, ich war ja im deutschen Markt aktiv. Ich habe die ProSieben-Aktie gehabt. Das waren jetzt, glaube ich, 40% in der Aktie. Und es ging relativ schnell, dass eine Teilposition dann gefüllt wurde in den letzten 3 Tagen und dann auch die Restposition raus. ProSieben halte ich auch noch für eine gute Aktie. Was die Zukunft so anbelangt, gerade mit dem Geschäftsmodell, was sich ein bisschen verändert. Aber das spielt eine Nebenrolle. Der Chart ist angesagt. Im Moment war Verkauf angesagt. Also ich muss warten, bis wieder ein Signal reinkommt. Okay, keine Aktie von euch. Ihr habt keine. Ihr seid alle flat. Nicht investiert. Dann schauen wir doch mal einfach mal auf deutsche Branchen so lange. Dann gucke ich mir mal die europäischen Sektoren an, das zählt also auch für Deutschland, ein bisschen mehr Platz. Sortieren das hier mal und schauen mal an, was da noch so läuft und was gar nicht läuft. Laufen tut, aha, man wird es kaum glauben, Reise und Freizeit. Die Engländer haben wahrscheinlich die Buchungen von TUI übergesprengt mit 500 bis 600% mehr Buchungen. Und wenn wir uns den Chart mal anschauen von dem Reise-ETF, dann sehen wir, bei Corona war da irgendwie ganz vorbei. Dann kam hier so eine kleine Erholung. Und wenn man das jetzt sieht aktuell, hat er gerade so einen Wochenwiderstand durchbrochen, ist aber kurz davor bei 26 auf die Situation zu stoßen, bevor Corona zu uns Einzug gehalten hat. Und das bedeutet für mich, ich meine das hier runterscreenen, dann sieht man das auch im Tag, dass er da kommt. Dass ich jetzt nicht unbedingt nach Aktien jetzt screenen muss aus dem Reisebereich. Interessant wäre es für mich erst wieder, tada, geht vielleicht noch hoch, kommt zurück, setzt hier auf, 20er läuft nach, in dem Bereich würde ich dann wieder nach Reiseaktien suchen. Sind ja auch nicht so viele, die da jetzt mit drin sind. Dann haben wir Ressourcen, Bank ist gut gelaufen, ist ja auch ein Ding. Ja, Banken sind gut gelaufen. Schauen wir uns das mal an. Haben ja lange eigentlich gar nichts gemacht, ne? Also mit Banken wollte eigentlich irgendwie keiner mehr was zu tun haben. Es liegen wochenmäßig hier extrem lange seitwärts. Dann hat sich hier so ein bisschen was verändert. Dann ging es noch ja, mehr seitwärts mit einer kleineren Volatilität. Und jetzt haben wir diesen Ausbruch geschafft, auch mit diesem Gap hier oben. Ja, diesen Gap, sichtbaren Gap, kann ich mir auch anzeigen lassen. Moment, Gap Long, grüne Pfeile zeigen sichtbare Kurslücken an. Ich meine, ich sehe die auch so, aber wenn ich mal mich verwissern will im retrograden Chart, wo sitzen denn da meine Unterstützungen, dann ist es wichtig, weil diese Gaps natürlich auch eine Funktion haben. Die ordnen ein neues Preisgefüge zu, und zwar relativ schnell, wenn der Markt geschlossen ist. Wenn das hält, also Ausbruch, kommt der Markt zurück, hier sehr schnell wieder nach oben. Also genau das, was ich eigentlich mag, raus und dann versuchen, hier reinzukommen. Jetzt ist er weit gelaufen, also warten wir wieder einfach ab. Also man muss auch viel warten, das ist nun mal so. Dann kommt er halt zurück und macht dann halt hier einen Umkehrstab oder halt ein Powerbar, so ein Ding hier. Dann wäre es wieder wert, die Sache zu screenen. Und dann haben wir halt ein bisschen Potenzial bis zu dem nächsten Deckel. Wenn ich jetzt hier einsteige, dann habe ich weniger, als wenn ich da unten einsteige. Geht ja durch, ja, ich hätte Pech gehabt, nämlich eine andere Branche, die das halt macht. Ja. Automobil ist auch super gelaufen, hat aber jetzt im Endeffekt auch an Dynamik verloren. Also wer hier den Ausbruch handelt, der sieht, ist auch nicht so toll. Und der hat hier unten auch gar nicht so richtig Stärke bewiesen. Ist also noch gar nicht draußen, da kommt schon der nächste, also der nächste Widerstand. Das ist jetzt nicht so Potenzial, was man da freigibt, dann liegen wir bei 52 und dann schon bei 53, da liegt dann schon wieder der nächste Deckel drauf. Dann lassen wir es lieber ein bisschen kochen, das Gericht, bis es ausbricht, der Dampf abgelassen ist, wieder zurückkommt und dann nehmen wir es.
Technology läuft auch noch gut. Ja, sieht man ja. Und das ist im Endeffekt das Pendantstück aus Europa für die Nasdaq. Und ja, da sehen wir halt schön zurückgekommen. Aber im Moment noch nichts an Stärke bewiesen. Ne? Hier aufgeholt, ja. Aber letztendlich schließen wir so leicht drunter. Sieht noch im deutschen Markt noch nicht so aus. Wenn das im amerikanischen Markt heute ein bisschen anhält, dann wird es wahrscheinlich etwas darüber gehen. Ist für mich aber noch keine bestätigte Stärke, also muss ich da noch nichts tun. Was läuft gar nicht? Dinge des täglichen Bedarfs. Schauen wir mal darauf. Ui. Also wer da jetzt bei bestimmten Aktien unterwegs ist, sind im Prinzip Hoffnung. Der hat hier am 200er nochmal eine Reaktion gehabt, aber was wird da passieren? Es wird nach oben gehen, am 20er kurz korrigieren und dann eventuell noch zwei, dreimal aufsetzen und dann vielleicht durchbrechen. Also das brauche ich mir nicht anschauen, um dann halt ein Long-Szenario zu handeln. Da stimmt also gar nichts. Gesundheit war auch ein tolles Thema. Super. Aktien sind ja gelaufen, Sartorius und so weiter aus dem Nebenwertebereich. Hat aber auch extrem abgegeben, fast 25% verloren. Und da sehen wir auch hier, da wären wir auch nicht mit glücklich. Ne? Also zwei Hochs, genau am Wochenwiderstand. Dann haben wir zwar hier oben die Berührung, dann schließen wir da drunter und wir kommen einfach nicht drüber weg. Und wir werden hier wahrscheinlich noch eine ganze Weile hin und her eiern. Wenn man da rein will, dann würde ich halt einfach noch warten. Also den würde ich mir gar nicht angucken. Immobilien. Was haben wir da? Sieht auch nicht mehr so toll aus. Ne? Eins so richtig toll gelaufen. Seit Corona hat irgendwie keiner Lust mehr zu wohnen. Oder die sagen sich alle, wir werden, sag ich mal, so eingeschränkt im Wohnungsmarkt. Da haben die Leute auch was anderes zu tun, als sich jetzt noch Wohnungen zu suchen. Und bauen ist vielleicht dann auch nicht mehr der tollste, wenn man seinen Job eventuell verliert. Alles ein bisschen Risiken, die da sind. Ungewissheit. Hier sind wir auch zwischen zwei Widerständen und Unterstützung unterwegs. Das heißt, wenn man kaufen sollte, eher hier unten. Aber da sehe ich jetzt noch nichts, was mich irgendwie animiert. Im Gegenteil, das hohe Volumen, da sehe ich mal eine Kerze, die hat ein extrem hohes Volumen, ist da. Das ist die zugeordnete Periode dazu. Und ich sehe, die Kurse befinden sich unterhalb des hohen Volumens und der Markt hat tatsächlich genau an diesem Punkt auch Schwierigkeiten, sich weiter, sag ich mal, nach oben zu bewegen. Also kein Bereich, den ich jetzt mir meine Aufmerksamkeit schenken will. Nahrung können wir nochmal gucken, Bauchseitwärts. Telekommunikation, ja, wir warten alle auf 5G. Also wenn ich 2 Quadratmeter hier in Rangsdorf, gibt es wahrscheinlich 5G, der Rest ist immer noch 4G. Also irgendwie kommen wir da gar nicht aus dem Knick. Das heißt, die Unternehmen, die da drin enthalten sind in der Telekommunikationsbranche, wie Drillisch oder so, die sind natürlich auch nicht so happy. Vielleicht sind das die Newcomer, wenn wir dafür wieder Zeit haben, sagen wir auch was für unsere Infrastruktur zu tun. Ihr seht also, es macht schon durchaus Sinn, sich mit Aktien aus ETFs oder, sage ich mal, aus den entsprechenden Indizes oder Branchen zu beschäftigen, die halt besser performen als eine Benchmark. Ja. Und in dem Fall seid ihr, wenn ihr sowas sucht, hier oben besser angesiedelt als irgendwo unten. Und man sucht ja auch keine 30, 40 Aktien für jeden Tag, sondern ich suche mir so maximal 6 Aktien aus pro Tag und versuche dann 1 oder 2 zu bekommen. Und manchmal lasse ich auch ganz die Finger, weil ich sage, nö, die Korrektur ist noch nicht ausgetanzt. Also, wenn ihr was machen wollt, schaut auf den Russell. US-Markt ist im Moment besser als der deutsche Markt auf jeden Fall. Und die beiden Indizes Dow, ja, okay, nehme ich nicht so, hat aber auch so eine Seitwärtsbewegung. Boah, der Russell, den finde ich halt recht stark und die Unternehmen daraus scheinen auch recht interessant zu sein. Wenn es so viele Signale gibt, die ihr habt, dann schaut auf die US-Sektoren und dann schaut ihr im Russell auf Unternehmen, die aus diesem Bereich kommen, ja, die besser sind als der ETF selbst. So könnt ihr es eingrenzen. So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne jetzt losschießen. Ansonsten wäre ich soweit durch mit meinem Programm. Und wenn es heute keine Fragen gibt, dann ist das auch gut. Dann haben wir heute einfach mal früher Feierabend. Hast du dir auch mal verdient. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings.
Ja, ich werde ihn durchsetzen. Ja, scheint so der Fall zu sein. Wenn aber trotzdem Fragen im Nachhinein auftauchen, dann gerne an uns. Dann leiten wir das weiter oder direkt an Carsten, der jetzt Genau. auch seine Kontaktdaten nochmal einblendet. Und So sieht das aus. werden die Fragen natürlich dann entsprechend beantwortet. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei Carsten für das Webinar und bei allen Teilnehmern wünsche noch einen schönen Abend. Passen Sie auch für Ihre Positionen auf und noch eine erfolgreiche Restwoche. Nächster Termin mit Carsten hier bei FXLED ist der 17. März. Wenn ich mich nicht verguckt habe, dann wieder mit Helpdesk. Bis dahin, würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und Carsten, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank für eure Teilnahme. Und genau, 17. März hören wir uns wieder und sehen uns hier auch im Webinar. Von daher freue ich mich bis dahin. Bleibt gesund und munter und passt auf euer Geld auf. Ciao.